kein störendes Motorengeräusch, immer auf der Suche nach der richtigen Thermik. Das ist die Herausforderung, aber auch die Faszination am Segelfliegen. Moin, liebe Zuschauer, Schleswig-Holstein, 18 Uhr, grüßt Sie heute vom Segelflugplatz in Aukrug. Und dieser Herausforderung Segelfliegen will sich hier die Klasse 9a von der Realschule Neumünster Einfeld stellen. Denn der Sportlehrer ist nebenbei auch noch Segelfluglehrer. Jan Krage, hallo. Zu meiner Zeit hat man Exkursionen ins Museum gemacht. Ihre Klasse hat ja wahnsinnig viel Glück. Warum machen Sie das? Also ich mache das, weil ich das toll finde, wenn wir raus in die Natur kommen, draußen was erleben können. Das ist mein Hobby, das würde ich gerne anderen zeigen, wie schön das ist, das Segelfliegen. Wir machen nicht nur Segelfliegen, ich möchte mit denen auch zu Lande, zu Wasser, in der Luft unterwegs sein. Also mit dem Fahrrad sind wir hergekommen, wir werden heute fliegen noch den Tag über. Morgen gehen wir paddeln in die Kanus, auf die Stör. Also wir wollen ganz viele Naturerlebnisse einfangen. Das sind ja jetzt alles Segelfluglaien. Sie machen gerade hier die Einweisung. Was erklären Sie denn den Schülern? Ich erkläre das Wichtigste, was wir mit dabei haben müssen, ein Fallschirm und wie die Ruder funktionieren. Wenn man den Knüppel zur Seite legt, dann sind das die Querruder, die wir benutzen. Wenn ich den Knüppel nach rechts bewege, dann bewegt sich außen die Tragfläche. Ein Stück der Tragfläche, das Querruder, schlägt aus. Damit kann ich die Tragfläche hoch oder runter nehmen. Wenn ich Kurven fliege, dann möchte ich die rechte Tragfläche nach unten bewegen können. So gibt es verschiedene Dinge. Instrumente haben wir dabei. Das erklären wir kurz einmal, bevor es dann losgeht. Und worum geht es dann für die Schüler beim Segelfliegen selber? Um den Hintergrund auch, um Thermik etc. pp. Oder eher ums Erlebnis? Also vorrangig ist das Erlebnis. Das ist so viele Eindrücke, die man da bekommt, die man da also erstmal verarbeiten muss. Da sind die Instrumente Nebensache. Die Physik ist auch nicht so wichtig. Die Thermik erlebt man, auch nimmt man erstmal als Steigen wahr. Da muss man die Theorie nicht unbedingt wissen. Das hautnah Erleben ist schon ganz toll. Das heißt, die Schüler mussten sich die Theorie nicht vorher in der Schule reinbüffeln, die graue Theorie? Nein, das habe ich weggelassen. Ich werde hier vielleicht noch heute Abend ein klein wenig erklären, aber eigentlich geht es darum, Segelfliegen zu erleben, wie schön das ist, mit der Natur in der Luft unterwegs zu sein, von ihr getragen zu werden. Das ist ja Sonnenenergie, die uns trägt, und das ist einfach Erlebnis pur. Also Segelfliegen funktioniert nicht ohne Thermik. So ein bisschen können wir das alle erklären. Das kriegen wir noch zusammen. Warme Luft steigt auf. Aber wie geht's dann weiter? Marc Fritz kann es Ihnen mal ganz, ganz genau erklären. Der Start erfolgt beim Segelfliegen entweder mit Hilfe eines anderen Flugzeugs oder wie hier durch eine Winde. Aber wie bleiben die Segelflieger möglichst lange in der Luft? Die Thermik ist entscheidend. Wenn die Sonne den Boden erwärmt, erwärmt sich dadurch auch die Luft direkt darüber und steigt nach oben. Das machen sich Segelflieger zunutze, genau wie etwa Greifvögel über einem Feld steigen sie mit der warmen Luft auf und gewinnen so an Höhe. Gute Piloten beobachten deshalb genau, wo sich Wolken bilden oder wo die Vögel nach oben kreisen. Dort ist die Thermik am besten. Ist die Thermik nicht gut oder der Pilot hat genug vom Aufsteigen und Gleiten, geht es wieder runter zur Landung. So, hier in Aukrug sind die Starts schon am Laufen und für Sabrina geht's auch gleich los. Den Fallschirm hat sie schon umgelegt. Ich sehe hier eine ganz lange Leine, Herr Krage. Wozu ist die gut? Das ist die Reißleine von dem Fallschirm. Damit wird der Fallschirm automatisch ausgelöst, wenn man rausspringt. Im Notfall glauben wir nicht, dass unsere Gäste noch lange drüber nachdenken können und den Griff ziehen können. Deswegen haben wir eine Reißleine für den Notfall dabei. Und Sabrina, wie geht's dir jetzt, wenn du das hörst? Reißleine, Notfall und so? Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ja. Du kannst dich noch anders entscheiden. Nee, das mache ich jetzt. Auf jeden Fall. Vertraust du dem Sportlehrer? Ja, dann kannst du ja schon mal einsteigen. Sagen Sie, Herr Krage, Sie sind ja auch als Hobby-Segelfluglehrer hier im Einsatz. Hoffen Sie, dass Sie den ein oder anderen Nachwuchs jetzt noch akquirieren können hier für den Verein? Also diejenigen, die Lust an diesem Hobby bekommen, die können jederzeit anfangen. Es kann jederzeit losgehen. Man muss 14 sein und dann kann man anfangen. Man meldet sich an. Zu jedem Zeitpunkt geht's los. Du brauchst noch ein paar Gurte gleich, Sabrina, ne? Die kannst du dir schon mal an der Seite holen, die habe ich dir eben gezeigt. Genau. Und so, dass man also jederzeit anfangen kann zu fliegen. Ob meine jetzt alle mitfliegen wollen, das muss nicht sein, aber einmal fliegen, das wünsche ich mir heute schon. Okay, so, Sabrina hat noch ein Problem. Was ist das Problem gerade gewesen, Sabrina? Ja, dass ich mich nirgendwo festhalten kann. Wäre schon schön, ne? Ja, wäre. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass der Flug trotzdem reibungslos verläuft und vielleicht ist ja der Nachwuchs hier schon mit dabei. Man weiß es nicht.
Zumindest fliegen nicht nur die ganz jungen Leute, auch die richtig alten Leute fliegen noch. Marc Fritz porträtiert eine lebende Segelfluglegende. Hans-Werner Große fliegt seit 70 Jahren. Seine erste eigene Maschine war ein Doppeldecker aus Holz. Im Segelflieger hat er 49 Weltrekorde aufgestellt. Seine Frau Karin ist oft mit im Cockpit dabei. Ein Rekord hielt 30 Jahre lang, 1972, nonstop in 11 Stunden von Lübeck über Brüssel und Nantes bis nach Biarritz im Südwesten Frankreichs. Insgesamt 1461 Kilometer in der Luft. Da habe ich die Bremsfallschirme rausgeschmissen, bin dort gelandet und war einfach nur glücklich. Heute fliegt HWG, wie ihn seine Freunde nennen, nicht mehr, um Rekorde aufzustellen. Das überlässt er den Jüngeren, sagt er. Aber in der Luft ist er immer noch so oft er kann. Allein in diesem Jahr seit April schon knapp 9000 Kilometer im Luftraum über Schleswig-Holstein. Ich habe oftmals Träume gehabt, bei denen ich wie eine Ente losgelaufen bin, platsch, 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 die Hände ausgestreckt habe und dann plötzlich fliegen können. 6, C, L, O oder 0. Einmal im Jahr muss er zur Flugtauglichkeitsuntersuchung. Zum Fliegen, da braucht man nicht nur Vitalität, da braucht man eine überschäumende Vitalität. Und wenn man merkt, das ist nicht da, dann hat man auch keine Lust zu fliegen oder andere schöne Sachen zu machen. Mit Laufen hält er sich fit, dreimal pro Woche bei schlechtem Wetter drinnen auf dem Laufband. Solange man noch Träume hat, solange man sich noch etwas vornehmen kann, ist man noch im richtigen Leben und ich kann noch träumen. Hans-Werner Große lebt in Lübeck und immer, wenn es geht, dreht er vor der Landung noch eine kleine Schleife über seiner Stadt und der Lübecker Bucht. Mit dieser 320 PS starken Winde werden hier die Segelflieger, in denen die Schüler sitzen, einer nach dem anderen in die Luft gebracht mit dicken Stahlseilen. Und ganz ehrlich, bei diesen Bildern beneide ich die 9A schon ziemlich um ihr Segelflugerlebnis. Aber hilft nichts. Einer muss ja am Boden bleiben und Ihnen sagen, wie wir hier weitermachen. Hier kommen die aktuellen Meldungen. Mehr Aktuelles aus dem Land gibt es dann wie immer von den Kollegen vom Schleswig-Holstein-Magazin heute Abend 19.30 Uhr. Wir sind auf dem Segelflugplatz in Aukrug und diese Jungs und Mädels haben das Abenteuer Segelfliegen schon heil überstanden. Wie war's? Klasse, also würde es gerne nochmal machen, wenn ich könnte. Was hat dich denn, Nele, zum Beispiel am meisten beeindruckt? Ja, also man hat wirklich alles gesehen. Neumünster, Aukrug, ich konnte alles sehen, die Höhe. Also es war wunderschön. Das geht ja schon sehr steil nach oben beim Start. Was ist dann direkt nach dem Start passiert, Sabrina? Also dann waren wir ganz oben und dann hat sich das Seil gelöst. Dann hat es einmal bumm gemacht und das war's. Und dann, ja. Hast du was von der Thermiksuche mitbekommen? Nee, eigentlich nicht. Das war ganz normal. Eher die Aussicht genossen dann. Dankeschön. Nochmal eine Frage an den Profi, Herr Krage. Was ist denn eigentlich das beste Wetter zum Segelfliegen? Wir brauchen den halben Himmel voll Wolken, mit diesen Haufen Wolken und so schöne Sonne, wie wir sie jetzt haben. So wie man das im Hintergrund bei uns jetzt im Moment den Himmel sieht, ist das schön geworden. Vorhin hatten wir noch ein bisschen Regen. Jetzt haben wir das viel schöner noch bekommen. Dankeschön, ja. Beinahe wäre es schiefgegangen mit dem Wetter. Wie es morgen wird, das weiß Menno Schrader, die Aussichten. Hochbetrieb hier auf dem Segelflugplatz in Aukrug und der Kollege am Tower hat alle Hände voll zu tun. Kein Wunder, wenn man so eine ganze Klasse in die Luft und heil wieder runterbringen möchte. Und wenn Sie auch mal fliegen wollen, kein Problem. Am Wochenende ist Tag des Luftsports bei uns im Land. Da sind die Türen der Vereine offen und Sie gern gesehen. Alle Details gibt's auf der Internetseite schleswig-holstein-magazin.de. Da einfach den Link zur 18 Uhr Sendung anklicken und dann wissen Sie Bescheid. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis morgen.
Uhr.